Hey Leute, willkommen zurück zu World of Tanks. Wie ihr seht, oben rechts, meine Credits sind ganz schön geschrumpft. Ich war erstmal einkaufen und zwar habe ich mir hier den T-150 geholt, den KV-2 und den, jetzt sehe ich ihn wieder nicht, A-43. Einfach aus dem Grund, die sind momentan alle ein bisschen billiger, um 30% im Preis reduziert. Und da musste ich einfach zuschlagen. Jetzt habe ich noch knapp 800.000. Gut, von Tierstufe 9 habe ich mich damit erstmal so ein bisschen verabschiedet. Und auch, um irgendwelche Trainingsbücher zu kaufen. Weil das wird erstmal wieder ein bisschen dauern, bis ich die Knete dafür habe. Ich würde aber mal sagen, wir spielen erstmal. Ich hätte durchaus mal Bock auf den KV-1. Gucken wir mal, wie es läuft. Ich hatte gestern damit eine recht nette Runde. Mal schauen. Aber so ist das halt meistens. Wenn ich aufnehme, dann ist das meist eher nicht so gut. Hin und wieder kriege ich dann auch mal gute Runden mit, aber ja, generell weiß ich nicht. Wenn ich nicht aufnehme, dann spiele ich irgendwie besser. Zumindest die meiste Zeit. Manchmal läuft es auch da sehr blöd oder ich stelle mich sehr blöd an. Ja, auf jeden Fall. Das kann ich nicht bestreiten. Aber es läuft manchmal auch richtig gut. Letztens hatte ich Glück mit dem IS-3, dass die Runde mit den 2700 Damage knapp, dass ich die aufgenommen habe. Das kommt halt auch öfter mal vor, wenn ich nicht aufnehme. Vielleicht ändert sich das ja in Zukunft mal ein bisschen. Wie schaut das denn bei euch aus? Habt ihr noch Spaß mit World of Tanks oder seid ihr ein bisschen genervt? Wahrscheinlich seid ihr genervt. Aber ihr spielt es trotzdem. Das ist auch so ein bisschen dann der Punkt, man hat sich schon so viel Zeug erspielt und egal, was die Entwickler machen, man will halt seinen Fortschritt nicht aufgeben, indem man mit dem Spiel aufhört. Ich kann das ja auch verstehen, definitiv. Das ist immer wieder faszinierend. Dann nehmen Leute an Events teil oder an Frontline, spielen das Spiel eigentlich gar nicht mehr, aber sie wollen halt die Belohnung in Frontline absahen. Da fragt man sich doch, warum wollen die Belohnung haben, wenn sie das Spiel sonst ansonsten eh nicht mehr spielen? Und ich habe nach wie vor Frontline jetzt noch gar nicht gespielt. Das hat leider jetzt nicht gepasst. Nächstes Mal werde ich da auf jeden Fall mal reingucken. Aber gut, was man da hört, es ist halt auch ein ziemlicher Grind. Aber es liegt halt auch ein bisschen immer an einem selber. Ich kann nur davon abraten, wirklich irgendeinen Spielmodus zu spielen, weil ihr die Belohnung haben wollt. Weil das ist einfach, das verkommt dann sehr schnell zur Arbeit. Das macht dann halt auch irgendwann keinen Spaß mehr. Spielt die Spielmodi, auf die ihr Bock habt, dann habt ihr mit dem Spiel auch viel mehr Spaß. So. Das war dann meine Sonntagsansprache am Montag. Wir quälen uns jetzt hier ein bisschen vor. Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt. Tier 7, King Tiger. E34-85M. Gut, mit meinem KV-1 brauche ich erstmal ein bisschen, um da überhaupt in die Stadt zu kommen. Auf der Karte ist das, glaube ich, nach wie vor noch sehr sinnig, wirklich die Stadt einzunehmen. Und da kommen auch jede Menge da oben an. Uiuiui. Aber hier ist auch Tiger, King Tiger. Tiger-Familie ist unterwegs. Der OI an der Stelle. Ja gut, mal gucken. Der muss vielleicht ein bisschen aufpassen. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass wir da gleich überrollt werden könnten. Um nochmal kurz auf Armored Warfare zurückzukommen. Momentan ist das schon so ein bisschen bemerkbar, dass da nicht mehr ganz so viel los ist. Das dauert jetzt alles schon wieder ein bisschen länger. Oder ich hatte jetzt einfach im letzten Moment einfach nur Pech damit. Das kann natürlich auch sein. Ich positioniere mich einfach mal hier so ein bisschen. Und guck mal. King Tiger bleibt da. Von da kommt nichts. Gut, dann sollen sie doch erstmal kommen. King Tiger hat schon ein bisschen kassiert. Ach, die fahren jetzt alle vor. Gut, dann brauche ich hier auch nicht stehen bleiben. Da muss ich jetzt nur noch an der Haushahn vorbeikommen. Oh, 45 TP hat kassiert. Wie sieht das denn da aus? Das Problem ist nur, ich komme jetzt hier an dem UI nicht vorbei. Kann das sein? Sieht auf jeden Fall so aus. Gucken wir mal.
Du stehst da jetzt echt gut. Der mit seinem dicken Ding hier. Ist ja schlimm. KV85 ist da. Ja, der wird sich da wahrscheinlich nicht mehr zeigen. KV85 hat jetzt auch schon gut kassiert. Ich fahre jetzt hier einfach mal vor. Mach einen auf Geronimo. Und die schießen alle vorbei. Das war ja überhaupt nicht lucky. Aber mal ganz und gar nicht. Aber ich habe auch nicht getroffen. Aber ja, in Fahrt ist das halt... Ja, die Frage ist jetzt... Gut, ich bleib mal hier. Ich sollte hier ein bisschen Deckung haben. Auf jeden Fall müssen wir dann doch mal schauen. Hallo? Ja, das ist halt... Nee, dann nehme ich jetzt HE. APCR will ich jetzt nicht nehmen. Ist mir zu blöd. So. Dann nerv ich den ein bisschen damit. Na, schade. Bäm, so geht das. Da kann er sich so anwinkeln, wie er will, wenn er eh keine Trefferpunkte mehr hat. Dann mache ich den halt mit HE kaputt. Churchill hat eben kurz gebrannt. Aha, aha, aha. So. Ich glaube, wir sollten hier mal ein bisschen vorfahren. Da sind noch so viele TDs im Spiel. Es könnte natürlich ein bisschen blöd werden, sobald wir da oben hier gleich aus der Stadt rauskommen. 7-2. Das sieht doch mal eindeutig aus. 29 Damage. Ich bin ja hier ein Monster. Aber mit 29 Damage habe ich einen Panzer zerstört. So muss das laufen. Da wollte ich gerade abbiegen. Da reinfahren, um den vielleicht noch zu beschießen. Aber irgendwie... Ja, das ist... Ne, ich fahre da jetzt nicht geradeaus weiter. Das könnte er knicken. Mit den ganzen TDs hier. Sind ja eigentlich nur noch TDs hier. Was ist denn da los? 9-4, 10-4. Gut, das sollte jetzt relativ schnell gehen. Das ist nur ein bisschen blöd, wenn die sich... Komm schon! Ja, immerhin einmal. Problem ist nur, ich bin jetzt gespottet. Das heißt, ich muss mir ein bisschen Sorgen wegen der Arti machen. Aber ansonsten... Na komm schon! Da hinten ist ein Stuck. Yay! Zweiten Panzer rausgenommen. Dritten Panzer rausgenommen, aber ich mache irgendwie keinen Schaden. 315 ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Aber das sind wir ja schon gewohnt, dass ich irgendwie oft mal mehrere Panzer rausnehme, aber dass da irgendwie kein Damage bei rumkommt. Weil die dann teilweise alle schon so low sind. 15-5. Das war doch mal ein ganz netter Start. Auch wenn das wirklich halt am Schaden ein bisschen gemangelt hat. Aber nun gut, da stecke ich nicht drin. Und gerade so Stellungsspiel mit so langsamen Panzern ist halt auch immer so eine Sache. Wenn man nicht wirklich Mitspieler hat oder Lights, die scouten, wo man dann sieht, wo sind die Gegner, wo ist viel los und man fährt, guckt dann irgendwo anders rum, da hat man natürlich das Problem. Das war jetzt hier nicht so der Fall. Nein, ich möchte auch nicht den AC-1 Sentinel kaufen. Gut, ich würde doch mal sagen, ich glaube, wenn ich schon sage hier, ich habe mir die neuen Panzer geholt, dann werde ich die auch mal spielen. Hier der, das ist ein Medium, okay. Was habe ich denn hier? Ich habe mir die jetzt auch noch nicht so angeschaut. Ich habe die 57 mm da drin. Was würdet ihr denn bei dem nehmen, beim A43? Ich habe mir halt gedacht, 57 mm, die ist nur mit 0,3 Fehlstreuung schon recht genau. Macht auch 2200 Damage. Das wäre ja weniger Damage, aber der Alpha-Schaden ist halt ein bisschen höher. Und der Durchschlag ist auch höher. Ich glaube, ich nehme jetzt mal hier den A43. Ja, warum nicht?
Dann mal die erste Runde, mal gucken. Zum Glück hatte ich da schon eine Kanone zum Freischalten. Oder die war schon freigeschaltet, besser gesagt. Und ich glaube, das Funkgerät war auch freigeschaltet. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe das gestern noch kurz gemacht. Oh, das ist natürlich wieder eine tolle Karte. Ich mag die Karte nicht. Das ist alles so... Ja, wie soll ich das sagen? Das ist halt... Die gurken da alle in der Mitte rum. Man ist dann ständig gespottet. Das ist halt schon sehr blöd. Aber wir müssen auf jeden Fall hier auf den Hügel aufpassen. Weil wir, wie wir hier sehen, da sind wieder eine Menge TDs im Spiel. Wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass der Hügel da, dass wir den uns einverleiben. Sonst befürchte ich nämlich, dass wir vom Hügel aus da zersiebt werden. Wir haben immerhin drei Lights. Gut, ich fahre jetzt hier einfach mal vor. Dann müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, ich versuche so ein bisschen auf der Seite hier. Aber ich versuche mich dann schon etwas bedeckt zu halten, weil ich habe jetzt hier auch überhaupt keine Unterstützung. Ja, und auf irgendwen hier schießen kann ich auch nicht. Gut, jetzt kommt da noch ein Light. Einer sollte auf jeden Fall hier so ein bisschen in der Mitte bleiben. Dann spotten wir die da mal eben. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen Spotting Damage, was ich jetzt aber nicht glaube. Panzer 4H ist da. Wenn der die andere Knifte hat, und da haben wir schon oben Hellcat auf dem Hügel. Panzer 4H. Ach, schade. Ah, ich hatte mir das schon gedacht, dass er das probiert. Ich muss mich auch trotzdem ein bisschen bewegen. Eben wegen den zwei Artis. Gucken wir mal. Sehen wir da nochmal was? D-50-2. Ja, der Panzer 4H will's wissen. Wenn der die richtige Kanone hat, dann tut der mir richtig, richtig weh. Vor allen Dingen auf die Distanz. 2-4 steht's, was jetzt ehrlich gesagt nicht so vielversprechend ist. Gut, da hat er zumindest mal ein bisschen was kassiert. AV-85 ist da hinten. Ah, die Fahner jetzt, sind da jetzt schon rumgefahren. Das ist natürlich schon ein bisschen bitter. Ach, wir müssen jetzt hier echt ein bisschen aufpassen. Hallo, Kollege, wo bist du? Warum? Zu spät. Da habe ich irgendwie gar nichts gesehen. Ah, das ist blöd. 2-6, okay, das ist im Prinzip schon... Ist schon gegessen. Hallo, ich komme bei dir nicht mal ansatzweise irgendwo durch. Das ist natürlich nicht so toll. Ja, genau, und er nimmt mich jetzt hier auseinander. Gut, ich könnte die Kette reparieren. Ja, aber das wird mir eigentlich nur was kosten. So, ich nehme jetzt einfach mal... Das war eine super Runde. 2-11. Ja, ich hätte reparieren können, aber ganz ehrlich, 2-11. Dafür gebe ich keine Credits aus. Echt nicht. Nee. Das war jetzt eine gute erste Runde mit dem A43. Dann können wir noch mal hier den IS-3 nachschieben, würde ich mal sagen. Oder nehme ich noch die Qual der Wahl. Was nehme ich denn? Es wäre noch KV-2, könnte ich auch nehmen, aber das ist auch ein bisschen eher nicht so dolle. Ja, gut. Ach, wisst ihr was, dann nehme ich jetzt hier den T-44. Warum nicht? Da habe ich schon fast den ersten Crew-Skill. Ich glaube,
einer hat den schon auf 100%. Die anderen sind, glaube ich, alle so bei 99%. Und so bei 120, 130% werde ich die dann umleeren. Und dann habe ich auch endlich mit dem T44 die Lampe. Wow, habe ich schon mal mit dem T44 diese Map gespielt? Ich glaube nicht. Obwohl, nee, Quatsch, doch. Doch, doch, ich erinnere mich ganz dunkel. Aber das ist schon ein bisschen her. Auf jeden Fall fahre ich hier links hin. Wenn wir uns das mal so angucken, da sind ein paar Heavys bei, nicht so viele TDs, einige Mediums. Ja, das ist eigentlich, sollte eigentlich ganz okay werden. Kommen auch ein paar mit hier, das ist schon ganz okay. Alles Achter, könnte schlimmer sein. Alles noch soweit in Ordnung. Ich könnte natürlich auch von hier. Von hier kann ich ja auch dahin schießen, wenn da wer lang fährt, so wie er. Und ich habe ihn sogar getroffen. Der Motor hat sogar gebrannt. Es war ein bisschen lucky, zugegeben. So, was ist mit dir da? Oh, hallo. Oh, du siehst mich, ne? Du siehst mich. Das ist nicht so toll. Das ist echt nicht so dolle. Ach, verdammt. LP, schieß mich. Oh, bitte. Ja, das ist halt der Mist, wenn man da die Mitte nicht kriegt. Ich dachte, ich könnte noch einmal auf den schießen, aber da war leider nichts. So, was haben wir hier? Ja, da komme ich... bei dem Turm komme ich einfach nicht durch. Doch, dieser LP... 432 ist ja sowas von nervig. Und wo hat er mich denn da jetzt beschossen? Er muss ja irgendwo da gewesen sein. Na komm, du willst es doch... Der hat's echt auf mich abgesehen, also ganz ehrlich. Na komm schon, ich will jetzt auch mal. Eins, zwei ist jetzt nicht so dolle. Ja, das ist halt, wenn man... den Hügel da nicht hat in der Mitte, dann hat man echt die Arschkarte. Vor allen Dingen dann noch auf Tier 8. Da können die bis weiß ich nicht spotten. Und da kommt eine Menge rum. Uiuiui. Ich glaube, ich fahre dann doch mal zurück. Die 28 Prot. Ich fahre jetzt hier mal ganz außen rum. Und guck mal, was da kommt. Wir sind hier eigentlich ganz gut aufgestellt mit den drei TDs. Und hier auf der linken Seite sind auch noch zwei von uns. Mal schauen, die müssen wir mal kommen lassen. IS-3A ist da hinten irgendwo, den ich leider nicht treffe. Na, ich bin schon ein bisschen weit hinten, aber... ist auch noch ein Löwe. Da ist schon auf jeden Fall sehr viel schweres Geschütz da hinten in der rechten Ecke. Und ja, ich kann jetzt auch nicht da lang fahren, weil die Mitte haben wir halt nicht. Das ist halt echt blöd.
Ja, leider nicht. Habe ich aber auch nicht mitgerechnet. Ah, ich muss jetzt doch mal ein bisschen vorfahren. Ist noch die ISO. Ich versuch da mal was zu spotten, aber das ist. Ah, wir sind hier echt blöd aufgestellt und das steht auch schon 2,5. Ja, 2,6. Das sieht halt auch gut aus. Trotzdem, ich bleib mal hier vorne stehen. Die haben uns hier schon gut eingekeilt. Na komm, jetzt lade nach. Geht doch. 3,9, das schaffen wir noch, aber sowas von nicht. Jetzt wissen wir aber auf jeden Fall, wo ich hier bin. Das heißt, ich werde erstmal hier mich nicht zeigen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so eine tolle Idee. Was haben wir da? T44 Krebs da irgendwo rum. Wird jetzt mal wieder gucken. Ja, genau. Genau das. Genau das. Und deswegen bleibe ich jetzt hier einfach und guck nur noch mal nach hinten raus. Na komm schon. Du fährst doch da bestimmt gleich dran vorbei. Jetzt repariere ich aber. Das ist echt. Gut, das hätte ich mir jetzt mit der Kette auch wieder sparen können, weil 4 zu 14. Das ist natürlich super. Bin begeistert. Ja, da war ich ein bisschen zu sehr im Zoom. 4 zu 15. Mein Gott, wurde das schlecht nach dem ersten Gefecht. Holla die Waldfee. Ich hätte mir das echt schenken sollen mit dem Reparieren. Ja, man hat es auch wieder wunderbar gesehen auf dieser Karte. Wenn man die Mitte verliert, dann ist im Prinzip alles vorbei. Es sei denn, man hat Leute, mit denen man sich vielleicht absprechen kann. Aber ja, random ist halt random. Na und gut, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Das war's erstmal wieder von mir und bis bald.